Sass öffnet sich und erzählt die Wahrheit über das Schicksal seines Sohnes. Als Pulse Le Sea in das Kraftwerk in der Aeride-Klamm eindrangen, erwählte ein Sanctum Falci den zufällig anwesenden Darge zu seinem Le Sea. Seit diesem Zwischenfall befindet sich Darge im Gewahrsam des Sanctums. Seit Sass von einem Pulse Falci erwählt wurde, sind Vater und Sohn beide Le Sea, jedoch von verfeindeten Falci. Seit er zu einem Le Sea wurde, hat Darge die Fähigkeit, Schwingungen aus Pulse zu spüren und somit Subjekte aus Pulse zu orten. Er war es auch, der den Pulse Falci in der Nähe von Bodum aufspürte, doch seine Bestimmung war unklar. Sass ging davon aus, dass sein Sohn den Pulse Falci vernichten müsste, wozu Darge allerdings viel zu schwach war. Daher entschloss sich Sass, für seinen Sohn den Falci zu vernichten, in der Hoffnung, damit die Bestimmung seines Sohnes zu erfüllen. Ob Darge jetzt, da der Falci vernichtet wurde, zu einem Kristall geworden ist, so wie Sarah? Vielleicht musste Darge nicht den Falci vernichten, sondern dessen Le Sea. In dem Fall müssten Sass und die anderen Le Sea sterben, oder Darge würde zu einem Seed werden. Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13. Wir haben uns beim letzten Mal aus dem Sunlith Auenwald so ein bisschen entfernt, sind aber, glaube ich, auf dem Papier immer noch da drin, aber jetzt in einem etwas anderen Abschnitt. Und wir haben am Ende der letzten Folge so eine komische Wetterkugel ausfindig gemacht, die es uns möglich macht, hier zwischen Sonne und Regen hin und her zu switchen. Was auch die Fauna und Flora hier in der Umgebung verändert. Und das werden wir wegen dem großen Vogelfieder im Hintergrund auch mal tun. Also ich meine, mich reizt ja immer, neue Gegner auszuprobieren. Wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, anhand von diesen komischen, stacheligen Igelviechern. Keine Ahnung, wie die heißen. Und ja, ich glaube aber, das hier war schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Dem sollte man dann auch Folge leisten. Wir gucken mal, wie stark diese Echsen jetzt hier sind. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht so große Probleme bereiten werden. Ich weiß gar nicht, am Ende der letzten Folge habe ich mich gar nicht mehr um das Kristarium bemüht, ne? Warum verträgt der so viel? Kann es sein, dass Herr Stachelfisch hier irgendwie so der starke Anführer ist? Ich hoffe, dass wir die anderen ein bisschen schneller gefinisht bekommen. Sonst könnte das hier doch problematischer werden, als ich dachte. Jetzt stirb! Du bist geschockt, du darfst eigentlich gar nicht so lange überleben. Und die Dornfische, die kennen wir, glaube ich, schon aus dem Wald, oder? Das sind doch die... Ja, okay. Also sollte ich nochmal diese Gruppe hier bekämpfen, dann... Ne, weiß ich Bescheid. Erst die Kleinen und dann am Ende den Großen. Aber egal, die 5 Sterne haben wir. Mief-Sekret wieder. Kann man gar nicht genug von haben, ne, auf seinen Reisen. Wer weiß, wofür man das alles so einsetzen kann. So, ich glaube... Das war eine gute Idee. Mich reizt trotzdem die Frage, ob man dieses Ding hätte besiegen sollen können. Also sollen wahrscheinlich nicht. Das hat das Spiel, glaube ich, eher nicht vorgesehen. Aber ob man es hätte besiegen können. Ich muss nur ganz ehrlich sagen... Nein, Sass. Ich widme dir gerade Aufmerksamkeit, die du offenbar nicht verdient hast. Denn ich dachte, da kommt noch irgendwas Erhellendes. Aber nein... Ich habe jetzt aber nicht den dicken Igel mit drin, oder? Den... Nein! Schuppenbestie heißt das Ding. Das ist kacke. Zumal ich jetzt auch kein... Also hier war... Also zumal ich jetzt auch kein Dingsangriff, Präventivschlag habe. Also ich meine, ich weiß ja jetzt, wie die gehen. Aber... nee. Die nerven. Aber okay, dann machen wir das Spiel jetzt einmal durch. Werde mal gucken, dass ich mich jetzt irgendwie wieder ein bisschen verstärkt kriege. Muss jetzt mal aufpassen, denn wenn er jetzt auf Vanille raufkloppt, dann könnte das unschön ausgehen. Warte mal, was habe ich denn sonst noch so für Augmentor und Heiler? Augmentor und Heiler hätte ich gerade nehmen können. Genau, so. Ich gebe ja immer noch nicht die Hoffnung auf, dass wir mit dem Manipulator mit ein bisschen Glück vielleicht doch irgendwas bewirken können. Ich meine, ich glaube, sie... Kann es sein, dass sie in der letzten Folge ihre Rollenstufe nochmal erhöht hat? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber eventuell war dem so. Na, egal. Komm, dann versuchen wir den jetzt nochmal... Und ja, sollten wir ihm jetzt häufiger über den Weg laufen, dann werde ich die Kämpfe wieder rausschneiden. Aber
Für mich ist das jetzt nicht so spannend, weil ich das direkt im Anschluss an die letzte Folge aufnehme. Das heißt, mein letzter Kampf liegt noch gar nicht so lange zurück. Für euch wird das wahrscheinlich auch nicht so mega spannend sein, davon mal abgesehen. Aber einmal sollten wir uns das Spektakel hier geben. Aua, ich bin eigentlich auf, genau, dieses Paradigma gegangen, weil Vanille mir hier etwas zu kritisch ist. So. Jetzt geht's im großen Rahmen weiter. Viel fehlt da nicht mehr. Jetzt habe ich nochmal auf eine Doppelsequenz rüber. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Bleiben wir jetzt hierbei. Mir fehlen halt diese Buffs, die wir im zweiten Kampf aus der letzten Folge durch den Vitalisator hatten. Das war cool. Das hat echt super funktioniert. Ach, warte mal. Ich wollte doch mit der Doppelsequenz hier mal kämpfen. Gucken wir mal, wie viel Schaden. Ja, na klar. Okay. Das ist nochmal der eindeutige Beleg. Sass hat gerade eben mit seinen normalen Angriffen aus der Brecherrolle heraus 1 bis 200 Schaden gemacht, wenn ich das gerade nicht vollkommen falsch gesehen habe. Und bewegt sich jetzt, wir sehen es, auf einem deutlich höheren Level. Das heißt, zweimal schocken und der wird zukünftig hinüber sein. Wenn mir ein Präventivschlag gelingt, dann sogar ein bisschen früher. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das jetzt, bis wir ihn das zweite Mal geschockt haben, auch wieder ein bisschen abkürzen. Jetzt, Leute, ist es mir zum ersten Mal gelungen, Debrote es auf ihn zu wirken. Sehr geil. Ach nee, warte mal. Brecher oder Verheerer? Ich glaube, das ist egal, weil der ist so oder so tot. Wenn ich jetzt auf den raufzaubere mit dieser Beeinträchtigung, dann habe ich davon ja nichts, ne? Aber ich glaube, der macht trotzdem als Verheerer deutlich mehr Schaden. Komm, gehen wir mal schnell auf die Doppelsequenz, bevor das jetzt hier doch nicht ausreicht. Aber das ist mir echt zu öde. Also ich will den Kampf jetzt definitiv nicht nochmal machen müssen. Also gegen den hier explizit sowieso nicht. Über 200 Kristallpunkte. Okay, ich glaube, das könnte eventuell sogar das Maximum für beide bedeuten. Also für beide Charaktere mit allen Klassen. Gab's hier gar keine Schatzkiste? Was hab ich denn da vorhin für Gespenster gesehen, sag mal. Hätte ich den Kampf ja doch nicht machen müssen. Aber egal. Habt ihr den langweiligsten Teil für euch rausgeschnibbelt. So, und wir haben jetzt hier zwei Routen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich diese Wetterkugel vorher aktiviert hätte, dass mir dieser Schuppengenosse hier erspart geblieben wäre. Ich glaube, das war jetzt ein Präventivschlag. Jawohl. Und wisst ihr, woran ich jetzt mal denken werde? Wir werden direkt mal Beben einsetzen. Einmal Beben. Alle Gegner. Und? Ja, alle sind im Schockzustand, korrekt. So wollte ich das nämlich. Sehr schön. Ach, ich habe jetzt vergessen, die Kleinen zuerst anzugreifen. Aber wir haben hier zwei Stachelfische mit drin. Also gar nicht mal so einfach. Ich muss danach unbedingt ins Kristarium. Und dann haben wir wahrscheinlich für dieses Kapitel, zumindest mit den beiden hier, erstmal unsere Ruhe. Shekartanz. Ja, Shekern kannst mit dem anderen. Das sah aber irgendwie total süß aus. Habt ihr das gerade gesehen? Das ganze Kampffeld ist irgendwie so zugekleistert mit Zahlen und Animationen und Energieleisten und so. Ich glaube, wenn du das Spiel nicht kennst oder das überhaupt nicht dein Genre ist und du mitten in so einen Kampf hier reinguckst, also ich meine, der geht noch, da gibt es ja einige, wo das noch überladener ist, dann denkt man sich erstmal nur, what the fuck? So geht es mir ganz, ganz oft, wenn ich bei jemandem irgendwie zugucke, der irgendwas spielt, so dem über die Schulter schaue und mir so denke, was geht da ab? Übrigens häufig auch bei MMOs. Ich habe nämlich so einige Kumpels, die zocken das ganz gerne, aber die haben mich damit bisher noch nicht so wirklich anstecken können. Werden sie auch nicht schaffen, ich habe dafür gar keine Zeit. Kann mir schon vorstellen, dass wenn ich mich da so ein bisschen reinfriemeln würde, dass das auch durchaus bei mir so sein Suchtpotenzial entfalten könnte. Aber ja, muss ich jetzt aktuell nicht unbedingt haben. So, Manipulator, das heißt, sie erhöht jetzt wahrscheinlich auch ihre... Ja, sie erhöht wahrscheinlich ihre Wahrscheinlichkeit, dass diese ganzen Manipulator-Effekte dann auch mal erfolgreich sind. So, und was haben wir hier? Der Verheerer ist kurz vor seiner Vollendung, jawohl. So, das heißt, wir müssen... Nee, wir müssen gar nicht mehr ins Kristarium. Denn wir sind voll. Everything's complete. So muss das aussehen. Sehr gut.
Das Einzige, was daran immer so ein bisschen, was mich immer so ein bisschen skeptisch stimmt, ist, stärker kannst du jetzt nicht mehr werden, ne? Das heißt, wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, dann musst du gucken, wie du dich aus der Scheiße rausreitest. So, gehen wir mal ganz vorsichtig noch in diese Richtung, um zu gucken, was hier so für Gegner warten. Da ist aber eine Schatzkugel, aber ich will die nicht. Ich will die nicht. Ich drücke jetzt hier mal und guck, was passiert. Und hoffe, dass wir da oben dann schönere Gegner haben. Also ich meine, das große Flattervieh war auch schön. Das, was wir da hinten wieder sehen. Irgendwas Negatives assoziiere ich mit denen. Ich kann das aber nicht weiter präzisieren. Ich glaube, in irgendeinem Teil aus der Trilogie war... Was waren das da? Achso, das sind nur die. Okay, das war, glaube ich, eine gute Idee, das hier umzustellen. In irgendeinem Teil musste man, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch optional, gab es auf jeden Fall einen so einen Vogel, der massive Schwierigkeiten bereitet hat. Ich glaube, das war sogar an irgendeine Mission oder so gekoppelt, keine Ahnung. So, warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, wie viel Schaden macht Cess, wenn er so angreift. 500 bis 600, beziehungsweise knapp drüber. Also über die 600. Und wie sieht's so aus? Ja, ich glaube, mit dem Verheerer bin ich dann vielleicht sogar doch ein bisschen besser aufgestellt. Wobei, es nimmt sich nicht so viel. Also das war bei dieser komischen Schuppenechse da schon ein bisschen heftiger. Aber gut, wenn ich nur mit Verheerern angreife, dann geht auch die Schockleiste schneller runter, kann das sein? Wenn ich den vorher nicht mit irgendwie Brecherangriffen beackert habe, kein Plan. Auf jeden Fall sind die wahnsinnig angenehm. Wenn ich mir vorstelle, dass hier ansonsten wieder so ein Schuppenteil gestanden hätte, dann gute Nacht. So, Kristallpunkte können wir schon mal so ein bisschen horten und hamstern und mal gucken. Irgendwann werden wir dafür auch wieder eine Verwendung haben. Aber erstmal will ich den Mob hier noch aus dem Weg räumen. Und ich dachte mir, das mache ich mal eben ohne euch. Das waren übrigens ganze 4 Stück. Ich glaube, die bisher größte Menge an Gemüsepuddingse, aber das war nicht so schwer, weil Präventivschlag und mit dieser Bebenstrategie, vielen Dank übrigens nochmal für den Tipp, den ich damals bekommen habe, geht das eigentlich ganz gut. So, Metallband, haben wir das schon? Metallband, wo versteckst du dich? Deprotestresistenz 30. Kann ich das eigentlich irgendwie auch sortieren? Irgendwie gefällt mir das nicht, wenn das hier so unaufgeräumt ist. Sortieren, Inventar. Sortieren, hier vielleicht, Accessoires. Sortieren, da, X. Nach Kategorie. Ja, machen wir das mal so. Genau, dann sieht das zukünftig nämlich ein bisschen schöner aus. So, delala. Hier wird es wahrscheinlich auch nichts mehr gegeben haben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in irgendein Übergegner reinstolpere, so wie den da vorne. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich auf der Seite? Ich hatte ja vorhin Regen, als ich hier... Achso, da haben wir auch nochmal diese Dinger. Na gut, die brauche ich jetzt nicht nochmal mitzunehmen. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach vorne, werden vorne wieder das Wetter umstellen. Und, ja, dann mal gucken, ne? Was da noch so auf uns wartet. Wie weit ist das Ausrufezeichen entfernt? Ich komme gar nicht weiter nach oben mit der Kamera. Also noch scheint es nicht im sichtbaren Bereich zu liegen. Aber ich bin auf jeden Fall auch vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund der Gebietsbosse, die es hier so gibt, immer beruhigt, wenn wir das Kristarium ausmaximiert haben. Und guck mal, da fliegt er auch gleich weg. Das haben sie schön in die Animation mit eingebaut. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, falls man das da auch gesehen haben sollte. So, die hier nehme ich auch gerne mit. Ich glaube, jetzt kann ich hier wieder ein bisschen schnibbeln. Ja. 3 Stachelfische waren es und die haben dann auch irgendwie noch Verstärkung gerufen. Also das hat gerade echt eine Weile gedauert, obwohl es nicht schwer war. Kann man, glaube ich, von relativ vielen Kämpfen hier sagen. Boah, Leute, und es ist so warm hier in meinem Aufnahmezimmer. Ey, mir rinnt der Schweiß von meiner überdimensionierten Stirn. Das ist so ekelhaft. Ich werde mir, wenn ich danach noch ein Part aufnehmen sollte, werde ich mir wahrscheinlich irgendwie kaltes Wasser unter den Tisch stellen oder so und da meine Füße reinpacken oder so. So, wow, was denn hier für eine Gegnerparty? Will ich das so lassen? Ich sehe da hinten schon wieder so ein Schuppenvieh. Also warte mal, auf dieser Ebene kann ich mich um
diese Dinger hier noch kümmern. Das sollte nicht das Problem darstellen. Oh Leute, ich sehe hier übrigens gerade, es tut mir total leid. Garki Masera ist ein neuer Gegner. Der hat sich jetzt hier so unter die Gremlins gemogelt, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, dass hier so ein neuer Name plötzlich auftaucht. Es sei denn, wir haben den vorher schon mal bekämpft und ich konnte den gerade nur nicht einordnen oder so, weiß nicht. Was mich gerade viel mehr irritiert, ist, dass wir hier auf diesem Plateau offenbar gar keine Wetterkugel haben, oder? Doch, da hinten ist eine. Warum zur Hölle lässt mich meine Stimme jetzt im Stich? Was soll das? Das war Gott sei Dank ein Präventivschlag. Stimme. Wird das heute noch was mit uns beiden? Ich mag das nicht, wenn die hier so pseudo-rebellisch aufmuckt und mir den Dienst versagt. So war das nicht abgesprochen hier. So, da hinten ist auf jeden Fall eine Kiste. Also so eine Schatzkugel. Das heißt, da werden wir nicht drum rumkommen, da nochmal vorbeizuschauen. Hier. Oh nee, da ist auch so ein Ding. So ein Schuppending. Ich vergesse den Namen immer. Kann mir das irgendwie nicht merken. So, hoffen wir mal, dass der Flattermann jetzt nicht hier irgendwo vor unserer Nase landet. Da hinten ist einer. Aber ich wette, der wird uns jetzt hier... Oh, da ist auch einer. Hi. Ich finde, die sehen so unfassbar geil aus, aber ich möchte trotzdem nicht in deren Nähe kommen. Obwohl mich jetzt der Name mal interessieren würde, muss ich sagen. Weil ich vielleicht anhand des Namens erkennen könnte, ob das einer der Gegner ist, vor denen ich mich auch wirklich fürchten muss. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, da fliegen sie auch alle rum. Das ist ja schön, dass Vanille und Cess da gar keine Angst haben, hier so durch die Lande zu streifen. Ich dachte, jetzt gelingt mir einmal ein Präventivschlag, aber nein. So, den nehme ich jetzt noch mit. Die Puddinge da hinten, die werde ich allerdings jetzt nicht bekämpfen. Bei A brauchen wir die KP nicht. Noch nicht, ich weiß, aber wir leisten ja jetzt hier sowieso schon ganz gute Dienste, glaube ich, wenn wir uns für jedes Kapitel oder in jedem Kapitel einmal maximieren. Im Kristarium. Und da wird ja noch ein bisschen was dazukommen. Hallo? Garki Masera, was soll denn das? Weißt du, deine komische Familie, die gehört jetzt hier aktuell zu meinen Lieblingsgegnern. Und du bist gerade kurz davor, das wieder kaputt zu machen. Kann doch nicht in deinem Interesse sein, oder? Achso, hier sind zwei sogar davon. Okay. War Feuerer vorhin der Zauber, der mir so wehgetan hat, eventuell? So, Cess, könntest du bitte... Und Vanille, du dich und so? Verstehen wir uns? Nein, wir verstehen uns nicht. Weil Vanille nicht sich selbst heilt. Das mag ich nicht. Da wurde ich schon relativ früh im Let's Play darauf hingewiesen und auch vorgewarnt, dass die mit ihrer KI, was das Heilen angeht, so ein bisschen scheiße sind. Also ich meine, eigentlich ist es ja gut und sinnvoll, ne, den zu heilen, der am wenigsten hier hat. Aber dadurch, dass die das ja leider so programmiert haben, dass wenn der Anführer verreckt, dass man auch hinüber ist, ja, ist das halt alles nicht so einfach. Okay, scheiße, ich glaube, ich muss da aus dem Weg räumen. Nein, ich würde ja wenigstens gerne einen Präventivschlag hinbekommen. Kriegen wir das heute irgendwie noch hin? Ich meine, das ist bei denen nicht so schwer, aber jetzt hat mich einer gesehen. Und jetzt ist das, glaube ich, gar nicht mehr so einfach, oder? Okay, ich glaube, das hat geklappt. Nee, hat es leider nicht. Warum auch immer. Ich hätte schwören können, dass keiner irgendwie ein Ausrufezeichen über der Birne hatte. Aber egal, bei den Gegnern ist das nicht so problematisch. Jetzt kommen wir wenigstens an die olle Schatzkugel hier ran. Wasserring. Okay, ich glaube, das ist fast selbsterklärend. Die Frage ist nur, von wie viel Prozenten sprechen wir hier? Ich glaube, also mal die Kugel kann ich aber auch da hinten aktivieren. Wobei, nee, wir machen das mal jetzt schon. Ich weiß nicht, ob die jetzt genau die auf der gegenüberliegenden Seite war. Ist ja auch Wurst, solange wir jetzt hier irgendwie durchkommen. Ich gucke mir gleich den Wasserring an. Aber erstmal sorgen wir für ein bisschen Regen. Es gibt gerade echt für mich kaum eine schönere Vorstellung, als genau das auch im Real Life zu fabrizieren. Bei der sengenden Hitze hier. Also ihr müsst euch vorstellen, dass die... Sonne bei mir in die Wohnung echt ungefiltert reinknallt, weil ich halt sehr hoch wohne und keinen Hinterhofschatten oder irgendwas hier hab und ja, dann eben damit leben muss, ne? So, Wasserresistenz 20% ist okay.
Momentan noch nicht so wirklich notwendig, bin ich der Meinung, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und ja, ich weiß, der Spruch geht eigentlich anders. Aber so hat das gerade einfach besser gepasst. So, nee, euch würde ich ja durchaus jetzt bekämpfen, aber nicht mit eurem hässlichen Anhang da. Da habe ich dann irgendwie doch kein Interesse. Sollte ich jetzt bei dem Wetter weitergehen? Ich glaube ja, Sass, du hast mich gerade ein bisschen erschrocken. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, da vorne ist der nächste Speicherpunkt. Boah, ich glaube, den Mobs hier werde ich mich nochmal annehmen. Ich glaube, das war der erste Präventivschlag gegen diese Dinger. Jawohl. Ich freue mich. Also, sobald der Gaki Masera einmal weg ist, ist das auch alles hier gar nicht mehr so problematisch. Deswegen knöpfe ich mir den jetzt vor. Und den Kampf gegen die Echsen, den schneide ich aber raus. Es sei denn, das wird auch ein Präventivangriff, wobei das selbst mit Präventivschlag sehr, 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 sehr lange dauert. Vor allen Dingen, weil die mit dem Shaker-Tanz, der war das, glaube ich, können sie dann immer noch ihre kleinen Dornechsen oder wie die heißen, holen. Und dann können die auch noch D-Protest zaubern und ja, das zieht sich da manchmal so ein bisschen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Leutchens noch ein paar coolere Flächenzauber lernen. Also was heißt ein paar? Ich glaube, wir haben gerade gar keine. Diese ganzen Elementeangriffe, wenn ich nicht von mir aus jetzt Beben zum Beispiel auswähle, die gehen, glaube ich, immer alle auf einen. Und ja, das verzögert das dann halt so, ne? Okay. Nee, scheiße. Alter Vater, 4 von diesen Echsen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Kämpfe immer dauern, weil ich nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucke. Aber ich nehme jetzt schon über eine halbe Stunde auf und habe das Gefühl, dass ich hier mehr die Kämpfe rausschneide, als dass ich wirklich zeige. So, aber ich glaube, wir haben jetzt hier diese Phase irgendwie überwunden. Kann das sein oder geht das jetzt weiter mit diesem Wetter? Umschwenk-Konstruktions-Dingern? Hier ist doch was faul. Okay, also ich meine, wenn Sass das sagt, dann wird das wahrscheinlich nicht von ungefähr kommen. Jetzt kommt ein Boss, oder? Ich verwette gerade eine ganze Menge drauf, dass wir jetzt einen Bosskampf gleich haben werden. Und ich habe jedes Mal Angst. Also ohne Scheiß. Ich habe ähnlich wie in Dark Souls, ja. Man soll diese Spiele nicht miteinander vergleichen, aber das kommt mir immer als erstes in den Sinn, wenn ich Angst vor der Schwierigkeit habe. Ja, keine Ahnung, was mich erwartet. Aber wir gehen mal gucken. Wird schon schief gehen. Oh shit. Enki und Enlil. Ich habe irgendwie gerade so ganz vage noch im Hinterstübchen, dass irgendjemand von euch total abgekotzt hat über diesen Boss. Wenn das denn ein Boss ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich buff mich jetzt einfach mal so ein bisschen. In der Hoffnung, dass das Sinn macht. Ich bin gerade erstaunt, wie schnell dieser Enki zu schocken ist. Weil, guck mal, ich habe den noch nicht mal angegriffen. Und allein durch diese... Nein, warum geht das denn... Nein, Vanille, du solltest doch auf den anderen. Enki. Ach, guck mal, der hat seine Schockleiste, die ist immer noch so weit vorne. Das ist ja praktisch. Okay, warte mal, dann versuchen wir den doch mal. Ich bin gleich tot. Den mal zu schocken, wollte ich eigentlich gerade sagen. Holla, die Waldfee. Die teilen aber auch aus. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, und jetzt bitte alle auf Enki. Denn Enki ist bald Geschenki. Er gibt zwar überhaupt gar keinen Sinn, aber mir war gerade so. Oh oh. Oh oh, Vanille. Nicht sterben. Vanille, wir brauchen dich. Komm, wenn wir das jetzt überstehen und der seinen komischen Bruder hier verliert oder Schwester oder Twitter oder was auch immer ihr seid, dann... Ja, das ist schon eine immense Erleichterung. Oh, scheiße. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich muss leider auf Nummer sicher gehen.
Und hier nochmal heilen. Ich traue mich gerade nämlich nicht, das durchzuziehen. Jetzt ganz schnell wieder rüber. Noch ein bisschen Schaden mit auf den Weg geben, aber zwei Schockphasen. Und wir haben die down. Ich bin gerade nur schockiert, wie viel Schaden die machen. Als wenn die jetzt ihre stärksten Sachen hier auspacken und zweimal hintereinander, dann war es das aber ganz schön schnell für mich. So, warte mal, wie machen wir jetzt weiter? Nein, 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 nein. Das hier wollte ich eigentlich raussuchen. Obwohl, nee, ich wollte eigentlich Heiler auch Mentor raussuchen. Ich glaube, das ist eine drunter. Oh shit, komm, Vanille. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Schneller, 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 schneller. Dankeschön. Wir leben noch, wir leben noch. Ja, die ich haben wollte, die ist die zweite von unten. Muss ich mir... Ach du Scheiße, Gezeitentirade. Das klingt, als sollten wir Heilung erstmal drin lassen. Der ist aber, glaube ich, auch so schnell im Schockzustand gewesen, weil der so ein bisschen manipuliert war. Von Vanille. Nein, nicht auf Enlil. Leute, warum springt ihr denn immer hin und her? Ich will Enki angreifen. Der geht immer automatisch irgendwie auf den nächsten rüber. Wahrscheinlich, weil der dann näher an uns dran steht oder so. Keine Ahnung, woran die das festmachen. So, jetzt muss ich gleich mal wieder heilen. So, ich glaube, das ist echt nur ein Geduldsspiel. Alles machbar. Es riecht schon fast so ein bisschen danach, als würden wir hier die ein oder andere Phönixfeder auch zum Einsatz bringen müssen. Oh shit. So, Heiler und Brecher. Genau, und dann würde ich den ganz gerne wegräumen. Ich glaube nämlich, wenn wir einen von beiden weg haben, dann ist der Rest einfach nur noch Formsache. Oder? Was sagst du, Sass? Lass uns mal mit... Oh oh, all deiner Lebensweisheit hier irgendwie ein Rad da. Kann ich jetzt den hier wieder bringen? Ich muss gleich wieder heilen. Nein, nicht Enlil angreifen! Mann! Achso, der andere ist tot. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles wieder zurück, aber komm, den müssen wir doch jetzt mit einer Doppelsequenz. Oh oh. Okay, der Schaden, der ging klar. Ich finde, das sah irgendwie ein bisschen bedrohlicher aus, wofür er sich da aufgeladen hat. So, komm, gebt alles. Jawohl. Jetzt ist er geschockt. Leider geht gerade der ein oder andere Buff weg und verabschiedet sich nach und nach, aber egal. Boah, ey, sobald wir den Hasszauber erlernen, Leute. Ich glaube, dann werde ich echt drüber nachdenken, auch Mentor immer in die Startformation mit reinzunehmen. So, also seine Schockleiste war relativ schnell wieder unten leider, aber egal. Ich glaube, jetzt kriegen wir das hin. Wenn er nicht irgendwie noch so den Überzauber oder so auspackt, aber das hier scheint mir auf den ersten Blick relativ machbar zu sein. Ich glaube, dass sie später auch Standardgegner werden. Also irgendwie, weiß ich nicht, ob das in diesem Teil hier der Fall sein wird, aber irgendwann... später werden wir den nochmal über den Weg laufen. Ich finde das Design von diesen Viechern übrigens sehr interessant. Es ist nämlich in vielerlei Hinsicht... nein! Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das könnte es gewesen sein für Sass. Nein, die Heilung ist da. Gott sei Dank. Kam alles noch rechtzeitig. So, dann sollten wir jetzt vielleicht mal wieder etwas offensiver werden. Vielleicht aber auch nicht. War nur so eine Idee. Ich glaube, der Gegner hat uns gerade deutlich gemacht, was er davon hält. So, komm. Warum ist Endils Schockleiste wieder unten gewesen? Ach so, weil ich diese Heiler auf Mentor aus Paradigma, glaube ich, die ganze Zeit drin hatte, oder? So, egal. Oh, 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 oh. Nee, so egal ist das nicht. Hä, war der nicht gerade geschockt? Irgendwie verstehe ich den Gegner nicht. Der war doch gerade geschockt. Warum ist denn der jetzt hier wieder so normal? Keine Ahnung. Also ich zweifle nicht daran, dass dieses Mistding hier gerade machbar ist. Ich frage mich gerade nur, ob ich den so zu 100% verstanden habe. Vanille, bitte keinen Scheiß jetzt. Nein, du hättest lieber dich heilen sollen. Aber ich kann das wahrscheinlich auch manuell auswählen, ne? Weil ich bash jetzt hier die ganze Zeit auf X. Das ist vielleicht mein Fehler. Aber guck mal, der hat nicht mehr viel. Wir haben den gleich. Okay, ich gehe jetzt volle Möhre auf Angriff. Wenn ich jetzt verrecken soll, dann muss ich mich mal kurz stumm schalten, damit ihr meinen Verzweiflungsschrei nicht hört. So, guck mal, jetzt ist er geschockt.
Leider kann ich nicht nachsetzen. Oh oh. Wir könnten es trotzdem hinbekommen. Komm, Sass in seiner Brecherfunktion. Der schielt so hässlich auf Vanille. Oh, scheiße. Bitte ganz schnell Heilung auf dich. Gut, ich glaube, spätestens jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Der ist auch immer noch geschockt. Das heißt, wir können jetzt hier beide so angreifen und das müsste es gewesen sein. Jawohl! Wow! Also einfach war das nicht. Schade, dass es keine 5 Sterne geworden sind, aber ich sag mal, knapp an der Schmerzgrenze. Knapp an der Schmerzgrenze. Jawohl. Fließring und Donnerkeilring. Ob ich mir das jetzt merken kann, weil wir bestimmt wieder ein bisschen Cutscene-Action haben. Kristarium erweitert. Juhu. A hop, skip and a jump, and we're in Nautilus. The city of dreams. If only we were dreaming up those clouds. Geht weiter, okay. Hatte ich auch nicht vor, aber danke, dass du mich nochmal drauf aufmerksam machst. So, okay, wow, wir haben so viele Karp hier jetzt bekommen. Kristarium hat sich erweitert. Ich bin am überlegen, soll ich nochmal zurück zum Speichern? Ich glaube, das ist nicht notwendig, oder? Wir gehen jetzt ja einfach mal ein bisschen nach vorne und hoffen, dass wir bald wieder die Möglichkeit kriegen. Ich meine, die sind ja hier relativ hergesetzt. Ich will nur kurz gucken, Schatzkugeln hier auf dieser großen Fläche? Gar nichts? Wirklich, wirklich, wirklich nicht? Ich reibe mir gerade imaginär die Augen, aber es scheint hier Tatsache nichts zu geben. Okay, dann gucken wir mal, was wir unseren Leutchens jetzt hier so Gutes tun können. Werden wir wahrscheinlich wieder viele Möglichkeiten haben. Und Entscheidungskrüppel Nigoya wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen ins Straucheln kommen, wobei ich hier eigentlich relativ klar weiß, dass ich... Ach, guck mal, da haben wir es auch schon. Jetzt kann sie auch morbid. Schwächt die elementaren Resistenzen. Das hatte ich also noch gar nicht. So viel zu dem Thema. Ich glaube, wenn wir das Ding nämlich haben, dann sind diese komischen Schuppenviecher auch gar nicht mehr so ätzend, weil wir die damit dann halt... Warte mal... relativ schnell schocken können. Ich dachte, ich habe jetzt wieder was von einem Accessoire-Bonus gelesen oder so. So, ich werde sie jetzt erstmal in der Heilerrolle wieder ausmaximieren. Und ja, bis ganz ans Ende kommen wir nicht. Und dann gibt es auch kein Rollen-Upgrade mehr, aber das ist in Ordnung. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch neue Fertigkeiten erlernen können. Hier nicht. Hier eine und hier auch eine. Fangen wir mal wieder mit dem Augmentor an. War die da ganz am Ende? Wir können ja hier mal schon so ein bisschen... Ja, so ein bisschen spicken, was man da bekommt. Wie sieht es beim Verheerer aus? Da gab es... Ah, nö, da ist mir das beim Verheerer gerade fast lieber. Wobei ich glaube, dass die KP jetzt für beide ausreichen. Aber wir werden es gleich sehen. Obwohl, nee, hier war der Weg ja so weit. Stimmt, hier war der Weg so weit. Egal, jetzt hat er immerhin die verstärkte Form des Windzaubers. Okay, aber pass auf, dass du nicht hinfällst. So, und dann haben wir noch 2 neue Ringe. Nicht zu vergessen, ne? Die müssen jetzt hier ganz unten sein. Donnerkeilring, Blitzresistenz 25% und Fließring. Alles klar. Das heißt, gegen Donner oder beziehungsweise Blitz- und Wassergegner sind wir jetzt ganz gut gewappnet. Wenn wir uns denn damit ausrüsten. Ne? Bisschen Risiko muss sein. Ich mag diese Ringe jetzt nicht so gern, aber sollte ich irgendwann mal verrecken an der Stelle, dann kann man darüber ja nachdenken. Oh, was ist das denn hier? Da haben wir schon wieder das nächste Etappenziel. Ich hoffe, ich werde es nicht gleich bereuen, dass ich nicht gespeichert habe. Oh oh. Ich glaube, ich tue es jetzt schon. Aber ich sag mal, Augen zu und durch. Oh, ich mag das nicht. Von so einem schönen Wald jetzt wieder in sowas. Nö.
Mag ich nicht, bin ich kein Freund von. So, warte mal, was können wir denn jetzt hier überhaupt machen? Hier wird es bestimmt in der Dunkelheit wieder irgendwas auch zusammengeben, oder? Nee, hier kommen wir gar nicht weiter. Ich dachte, wir können das jetzt hier alles einmal umkreisen, aber das hätte man ja auch in der Karte gesehen. Ja, was soll das hier für eine komische Konstruktion sein? Erzähl mal. We can board the ship over there. Around here it pours, and then it rains some more. Saz, do you hate posts? Why wouldn't I? Look at this mess it's gotten us all into. Of course, it's not to say I always hated it. Seemed fishy. All that Sanctum ranting about the threat from Pulse. Only a matter of time before they strike. Pulse is infested with monsters. Scare after scare, not even a shred of proof. Tired old cynics like me? Mm-mm. We don't just swallow that tabloid crap. No, no, not me. I figured the Sanctum was up to something crooked. At least until I got dragged in. Yeah. Now that I think about it, all this purge business, it really only happened because Dodge found that Pulse Falci. You're wrong. Huh? Don't blame him. It was all... Yeah, you're right. It was that scum from Pulse behind it. I might as well have tried to stop the rain. I fought the tears, but they still fell. You're getting soaked. I'll be fine. It's only water. Task Force reporting. Begin operations immediately. Sir! We can make it. Get to the station and board the train for Eden. You think it's still running? Well, if it isn't, we'll make it run. Then punch straight into the heart of the Sanctum? Now you're thinking like a Pulse Falci.
Well, this is Operation Nora. It's not just Snow I'm after. The Sanctum's gotta pay, too. Hey, you're the one who said we had to fight. Every minute we waste, we're tempting fate. There's some underground tunnels not far from here. I used to play in them when I was a kid. No one uses the entrance anymore, so even the army doesn't know about it. But I know where it is. We can sneak in under their noses. Sounds good. Great. Here we go. Huh. No more rivalries now. SCICOM's brought in the Guardian Corps. Okay. There's an old drainage pipe. We can use it to avoid being seen. The tunnel entrance is a little further up. Jetzt wird's wieder ein bisschen sneaky, wie es aussieht. Oder können wir die auch einfach so bekämpfen? Ich weiß das nicht mehr. Aber, ja, da sind wir jetzt wieder mit den anderen unterwegs. Haben wir hier was Neues? Danach sieht es aus. Kaufen Weihwasser. Heilt Fluch eines Gefährten. Okay. Erstmal nicht so spannend. Sage ich aber auch nur so lange, bis wir das erste Mal vom Fluch betroffen sind. Was haben wir hier? Erhöhte Resistenz gegen Gift um 30%. Auch nichts, wofür ich Geld ausgeben möchte. Und wie sieht's hier aus? Das wird vielleicht alles dann irgendwann nochmal interessant, wenn ich mit Modifikationen anfange. Und das möchte ich jetzt noch nicht. Also ich habe, glaube ich, im ganzen Spiel bisher noch nicht ein Geld, Gil, was auch immer, ausgegeben. Und ja, irgendwann werden wir steinreich sein und alle Freiheiten haben, so zumindest der Plan. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt hier mal abspeichern. Und wir werden dann beim nächsten Mal unsere Reise durch Palumpolum fortsetzen. Hoffentlich erfolgreich. Ich habe da noch so meine Bedenken, wenn ich mir das hier so angucke. Aber beim nächsten Mal wissen wir mehr. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!